Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Part von Paper Mario. So, ich bin jetzt aus dem Shogun-Tempel draußen, oder Theater. Ja, wird groß gefeiert hier, ne? Große Super Mario. Und extra ein großes Feuerwerk. Onkel M, Tantchen? Was gibt's denn, Bobby? Musst du mal aufs stille Örtchen? Ich erinnere mich. Eine verlorene Erinnerung. Ich habe sie alle wieder gefunden. Jetzt gerade. Was? Oh, was kommt jetzt für eine Geschichte? Ja, Bobby hat sein Gedächtnis wieder gefunden. Das ist ja toll. Wir haben das Shogunland gerettet, die blaue Luftschlange gelöst. Wir haben es echt krachen lassen. Stichwort, krachen lassen. So ging es mit mir mit dem Feuerwerk. Und plötzlich waren alle Erinnerungen wieder da. Ich weiß wieder, wer ich bin. Und ich weiß wieder, wo ich herkomme. Aber die neuen Erinnerungen von uns zusammen sind die besten. Onkel M, Olivia, danke, dass ihr euch um mich gekümmert habt. Ich werde euch niemals vergessen. Ganz großes Ehrenwort. Ich wünsche euch viel Erfolg auf eurer Reise. Ich hoffe, dass ihr beide... Was redest du denn da, Bobby? Du glaubst doch nicht wirklich, dass wir getrennte Wege gehen müssen. Bloß weil du keine Erinnerung zurück hast. Wir müssen doch nicht die anderen Luftschlangen lösen. Wir müssen doch noch die anderen Luftschlangen lösen. Meinen Bruder aufhalten und den Pilzpalast retten. Und du gehörst doch zu unserem Team. Also, hör auf damit, hier große Abschiedsreden zu halten und komm ins Boot. Ach, Schneef. Ihr zwei bringt mich noch zum Heulen. Und Bob-Oms dürfen doch nicht nass werden, seufzt. Ich danke euch. Vielen, vielen Dank. Ich bleibe bis zum Schluss bei euch, versprochen. Schneef, das ist ja alles so bewegend, sogar noch bewegender als die Stromschnellen. Das haben wir klasse hingekriegt, eine Luftschlange weniger und jetzt nehmen wir uns die gelbe vor. Jetzt müssen wir das Tor passieren können. Hüpft rein, Landratten, der nächste Halt, dieser, das Tor ist der Krepppapier-Canyon. Ein Canyon? Interessant. Ich habe mich gut gehalten, muss ich sagen. So. Wo sind wir denn Ziel wieder ein Stück näher gekommen? Jetzt haben wir ein wenig Zeit. Erzähl doch mal, Bobby, was hast du so gemacht, bevor wir uns getroffen haben? Oh ja, tja, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Weißt du, wie das ist? Manchmal passiert einfach alles gleichzeitig. Alles gleichzeitig? Puh, das klingt richtig anstrengend, aber ich glaube, dass ich das Gefühl kenne. Stimmt, ja, dein Bruder hat ein ganz schönes Durcheinander eingerichtet. Wir sitzen wohl alle im selben Boot, ganz wortwörtlich. Da hast du recht, aber ich werde auch weiterhin mein Bestes geben. Finden wir die nächste Luftschlange und halten wir meinen Bruder auf. So, da wären wir. Hier ist der wunderschöne Krepppapier-Canyon. Dies ist der letzte Halt, flussabwärts. Danke für die Fahrt mit uns. Wir wünschen einen schönen Aufenthalt. Sieh sich das einer an. Diese Felsen, sowas könnte man sich in seinen kühnsten Träumen nicht vorstellen. Ich kenne Talfalten, aber das hier ist ein richtiges Tal. Na gut, dann schauen wir mal, was uns im Krepppapier-Canyon noch für Naturwunder erwarten. Und lass uns dieser Luftschlange folgen.
So, hier können wir uns auch mal ausruhen. Sehr gut. Ein altes Origami-Stichwort lautet: Falte stets mit viel Geschick, sonst kriegst du im Genick einen Knick. Ich vermute ja, dass eine tiefere Weisheit dahinter steckt, aber irgendwie muss ich immer nur an den Bastelunterricht denken. Ja, jedenfalls noch keinen Genick-Knick, oder? Naja, ganz ausschließen kann man es wohl nie, aber mehr als eine Mini-Falte habe ich garantiert nicht im Nacken. So, dann stopfen wir mal die Löcher. Musik ist ziemlich cool, muss ich sagen. Dann stopfen wir mal die ganzen Löcher, damit wir mal hier ein bisschen was... Wow. Hier kommt man nicht nach oben, nein. Dann würde ich sagen, dann gehen wir mal weiter hier. Oh, ich bin wieder voll. Diese Luftschlange geht immer weiter, das ganze Tal hindurch. Und darüber hinaus. Tja, wo die wohl hinführt, das weiß nur Gott. Es sieht so aus, als müssten wir durch diesen Tunnel, um zur anderen Seite zu gelangen. Was mir nichts dazu sagt, aber was muss, das muss. Oh, ich habe alle Löcher im Canyon. Haben wir sonst schon irgendwas hier? Oh, hallo. Wer spricht da? Oh nein. Olli. In der Tat. Ist schon eine Weile her. Oh, du hast den Pilzpalast gestohlen, in Luftschlangen eingewickelt, unzählige Toasts zerknüllt. Warum machst du denn sowas? Das ist richtig gemein. Ach, Schwesterherz, du siehst alles immer so zweidimensional. Ich füge diesem flachen, einfältigen Land nur eine neue Dimension hinzu. Du bist doch selbst Origami. Wie kannst du die Genialität meines Plans nicht verstehen? Ich verschaffe ein Origami-Königreich. Eine Welt für Origami? Aber gefaltetes Origami und glattes Papier können doch friedlich zusammenleben. Du musst zu diesen netten Papierleuten gar nicht so gemein sein. Das ist einfach nicht richtig. Du musst damit sofort aufhören. Nun denn. Ich dachte, dass du vielleicht vernünftig sein würdest, aber wie ich sehe, war das ein Irrtum. Seit du dich mit diesem Mario zusammengetan hast, wärst du ein Eselohr in meinem genialen Plan. Aber jetzt ist Schluss. Oh. Das ist nicht sehr toll. Dieser Weg sei euch hiermit verschlossen. Jetzt wird der Origami-Thron neben mir leer bleiben. Aber sei es drum, in Kürze wird sich hier mein Origami-Königreich erheben. Also leg dich einfach etwas hin und erwarte den großen Moment. Na, Mario, das schaffst du leider nicht. Gar, dieser Fels bewegt sich kein Stück. Es muss doch etwas geben, das wir tun können. Tantchen, Tantchen. Geht es dir gut darunter? Ziemlich gemein. Es geht ihr einigermaßen, aber
So platt gedrückt zu werden, kann für Origami nicht gut sein. Wenn wir nicht bald etwas unternehmen, wird sie noch permanent geknickt werden. Was können wir nur tun? Was passiert jetzt? Er überlegt. Ja, es geht nicht anders. Ich weiß, wie wir Olivia retten können, Onkel M. Wir müssen es einfach... Setzen wir die Segel. Wir müssen zum Hafen von Toadtown und von dort aus Richtung weiter Ozean in See stechen. Ich weiß, dass es verrückt klingt, aber Olivia hier zurückzulassen. Aber du musst mir vertrauen, Onkel M. Ohne Wenn und Aber vertraue ich dir, Herr Bob-Omb. Wir stechen auf die hohe See! Hey, gab's gerade ein Erdbeben? Hat sich so angefühlt. Ach, falls ihr nach Toadtown wollt, mit der Shogun, Landwabrühre geht schneller als mit dem Boot. So, wo darf's denn hingehen? Gehen wir zurück zum Shogunland. Und er rudert, er paddelt, so schnell wie noch nie. Beeindruckend, was ein Toad so drauf hat. Willkommen im Shogunland, uff, ich bin ziemlich fertig vom vielen Paddeln. Eigentlich sollte ich noch gucken, dass ich alle Münzen kriege, aber dafür habe ich jetzt keine Zeit. Mach den Weg frei für die. Mach den Weg für die Promis. Promis frei. Dann stechen wir mal auf die hohe See. So, warte mal, wo war jetzt nochmal dieser das Ding da, wo ich dann nochmal zurück kann? Warte, hier war es jedenfalls nicht. Zum Labor. Es geht, glaube ich, ein bisschen auch schnell genug. So, und weiter geht's. Hier haben wir noch einen Toad, der fehlt. Hier haben wir noch ein paar fehlende Toads, wie es scheint. Hier läutet nämlich auch die Glocke. So, jetzt sind wir gleich beim Hafen. Also gut, Onkel M. Sollen wir direkt zum Hafen gehen? Natürlich.
So Leute, hier sind wir dann am Hafen. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, schaltet zum nächsten Part ein. Ich freue mich und bis dann.